Du bist jetzt im Block. Yeah, hallo Block. Hallo, wir sind diese Woche mit unserer Klasse auf Klassenfahrt in Straßburg in Frankreich und ich dachte mir, da vlogge ich doch mal wieder. Wir sind jetzt gerade mit dem Bus hier angekommen, haben eine 12-Stunden-Fahrt hinter uns, was man mir wahrscheinlich auch ansieht. Und jetzt haben wir gerade in das Hotel eingecheckt. Wir sind direkt am Hauptbahnhof im Ibis Hotel. Ich zeige euch gleich mal, wie das hier aussieht. Das ist auf jeden Fall unser Badezimmer. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber für eine Klassenfahrt auf jeden Fall super. Und ja, wir sind bis Freitag hier. Heute ist Montag. Und dann freue ich mich eigentlich, mich ein bisschen mitzunehmen. Das ist unser Ausblick direkt aus dem Hotelzimmer. Hier sind Berge und das ist der Hauptbahnhof hier in Straßburg. Wir haben hier einen kleinen Balkon, also einen winzig kleinen Balkon. Und gucken hier direkt auf den Vorplatz vom Bahnhof. Und die Sonne geht gerade schön unter. Das ist unser Hotelzimmer. Wir haben ein Dreierzimmer, also eine Ausziehcouch und ein Doppelbett. Hier eben das Fenster mit dem kleinen Balkon. Und dann da hinten noch ein Bad. Hier einen kleinen Fernseher. Und zwei Schränke, also nichts Besonderes, aber für eine Klassenfahrt wirklich super. Ist mal was anderes als eine Jugendherberge auf jeden Fall. Ah, Lukas hat schon den Eiswagen entdeckt. So, wir gehen jetzt noch was essen, wo auch immer, beziehungsweise wir gucken erstmal, wie die Stadt hier so aussieht. Wir sind ja direkt an der Innenstadt dran. Ja, jetzt ist es so gegen 8:45 und mal sehen, wie es hier so ist in Straßburg. Heute ist jetzt schon Dienstag, der zweite Tag und wir sind gerade aufgestanden. Jetzt ist es 7:30 und wir gehen jetzt gleich zum Frühstück und dann haben wir heute einen langen Tag vor uns. Gerade auf den Weg zu einer Stadtführung, aber zu Fuß. Ja, und mal gucken. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt draußen. Jetzt fahren wir erstmal 6 Etagen runter. Wir fahren jetzt nach Karlsruhe, dafür fahren wir 2 Stunden, das ist übrigens Laura und das ist Maria und wir fahren jetzt 2 Stunden mit dem Bus nach Karlsruhe und gucken uns da das Bundesverfassungsgericht an, glaube ich, ne? Und ja.
waren jetzt gerade im Bundesverfassungsgericht und die anderen schämen sich gerade, dass sie nicht mitgefilmt werden wollen. Jetzt stehen wir hier vorm Karlsruher Schloss. Das sieht jetzt hier gerade noch nicht so imposant aus, aber da hinten sieht man ziemlich viel. Und ja, das war ziemlich komisch. Das war wie am Flughafen. Als wir ins Bundesverfassungsgericht reingegangen sind, wurden wir erstmal kontrolliert, mussten unsere Sachen in eine Box reinlegen und mussten dann noch durch so eine Kontrolle durch, ob wir auch nichts an uns haben oder in den Taschen haben. Dann sind wir da durchgeführt worden und es war an sich aber ganz interessant. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Stadt. Und hier wird direkt vor dem Karlsruher Schloss ein Riesenrad oder ein Rummel oder irgendwas aufgebaut, wenn das mal nicht total der Kulturschock ist. Hier noch das alte und prunkvolle und hier ein glitzerndes Riesenrad. Von weitem dachte ich echt, das wäre ein echter Hund, aber er hat den einfach mal aus Sand gemacht. Das war ja wohl mega krass gerade. Typisch für das Elsass essen wir jetzt eine Quiche, einen Flammkuchen, Cordon Bleu, noch einen Flammkuchen, guten Wein, Auflauf. Ich würde sagen, das ist sehr französisch.